So, da sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe, nämlich springe aus dem Versteck, während sich ein Gegner 20 Meter im Umkreis befindet. Also ich bin echt am Überlegen, ob wir das Ganze in Gruppenkeile machen sollen. Was ich aber eigentlich persönlich noch am einfachsten, glaube ich, finde, weil Solo könnte es eigentlich zu schwierig werden. Außer man landet halt irgendwo, wo definitiv was ist. Aber wir probieren es einmal in Solo und einmal in Gruppenkeile. Gucken wir mal, wie wir da rauskommen. Weil eigentlich müssen wir sollen ja diesmal keinen töten, sondern wirklich nur, er soll an uns vorbeirennen, wir springen raus. Deshalb, da müssen wir halt jetzt echt den perfekten Ort finden. Obwohl es eigentlich keinen perfekten Ort gibt. Weil an der Farm wissen wir, sind auf jeden Fall Verstecke. Dann eigentlich in jeder Stadt ist eine Mülltonne. An den Tankstellen sind auch Mülltonnen. Also es ist halt so eine Aufgabe, so nach dem Motto, fliegt mal irgendwo hin, wo was ist. Also ob es jetzt hier in dem Video funktioniert, kann ich nicht genau sagen. Wir werden es natürlich probieren. Ich gucke erstmal, wie die Route und so ist. Also die Aufgabe an sich ist halt wieder so eine Glücksaufgabe, sage ich jetzt mal. Die holt man sich mit, wenn es gerade zufällig passt. So, hier bin ich jetzt schon überlegen. Sind da Mülltonnen? Aber wir gehen eigentlich einfach zur Farm rüber. Oder warte mal, Lazy Lake? Lazy Lake? Doch, Lazy Lake. Da in die eine Gasse rein. Warte, hier in der Gasse war das. Da ist definitiv eine Mülltonne und die werden safe darunter gehen. Wir müssen ja keinen töten, wir müssen halt nur einfach rausspringen. So, und ihr seht ja, wir haben jetzt 984 Abonnenten. Falls du noch kein Abonnent bist, würde mich echt freuen, wenn du ein Abo da lassen würdest, weil, wie gesagt, seit 7.10 bin ich jetzt alle am Aufgaben für euch am Hochladen. Und vielleicht hast du mich ja schon mal gesehen. Und wie gesagt, Skin-Verlosungen sind jetzt auch angestrebt. Gerade um halt ein bisschen was zurückzugeben. Und wie gesagt, noch habe ich keinen einzigen Cent verdient. Geht alles noch aus eigener Tasche. Oh, ich glaube, ich bin zu früh raus. Scheiße, scheiße, die Mülltonne ist da ganz hinten. Eieiei, ihr seht die Mülltonne schon. Raus, lauf, lauf. Ihr wollt alle nur Waffen. Nein, nein, ich will doch nur in die Mülltonne. Also, in die Mülltonne, da wollte ich rein. Und ich würde sagen, es ist doch besser da. Zurück zu Laufi. Warum muss der auch direkt eine Waffe haben und muss hinter mir sein? Wir probieren es gerade nochmal, aber müsste eigentlich machbar sein. Weil, wie gesagt, wir müssen hier nur rausspringen. Also, wie gesagt, nochmal, wenn ihr einen Skin haben wollt. Schreibt euren Namen unten in die Kommentare. Da kommt immer eine automatische Nachricht jetzt. Danke, dass du das gemacht hast. Und schickt mir eine Freundesanfrage. Freundesanfrage an yt-familyhack. Weil wir müssen 2 Tage befreundet sein, wenn du was gewinnen willst. Weil ich die Skins nämlich nur verschicken kann, wenn wir, wie gesagt, schon länger als 2 Tage befreundet sind. So, dann gehen wir jetzt nochmal rein. Und für alle anderen, ihr wisst ja, gerne was in die Kommentare schreiben. Jeder Kommentar hilft mir, jeder Like hilft mir, alles hilft. Guckt das Video bis zum Ende, hilft mir auch. Aber ich hatte eben mal vor, weil ich habe nämlich bald meine 100 Tage auf YouTube, da eben ein Video drüber zu machen, wie man eigentlich kleine YouTuber wirklich unterstützen kann. Weil nur einfach Video angucken, einfach 1000 Klicks irgendwo auf ein Video machen, bringt nämlich auch nichts. Ich meine, die länger dabei sind, wissen, worauf es ankommt. Ich habe es ja schon ein paar Mal erklärt, aber ich glaube, ich mache dafür extra mal ein Video. So, nächster Versuch. Wie gesagt, hier in die Gasse. Ist halt eine Mülltonne, die ich kenne. Und da sind drumherum 2 Häuser. Also eigentlich müsste das safe gehen. Wenn ihr natürlich einen besseren Ort habt, kein Ding. Fliegt da gerne hin. Das ist halt einfach nur eine Möglichkeit. Das heißt nicht, dass das hier die perfekteste Lösung ist. Ach, diese Lags. Die helfen natürlich noch mehr. So. Landen müsste ich auch mal üben, ey. So, ich will nichts machen, außer in die Mülltonne fliegen. Ja, macht ihr, was ihr wollt. Der ist eigentlich schon safe in meiner Nähe. Und zack. Wenn er natürlich Glück kommt, so wie ich jetzt. Er ist auch in der Mülltonne drin.
Also, es geht simpel. Er hatte dieselbe Idee wie ich. Ja, aber wie gesagt, ihr habt es gesehen, so kann es natürlich, das ist halt die perfekte Lösung. Die erste Runde war natürlich für den Arsch, aber die hier war echt gut. Also, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen, schreibt gerne was in den Kommentaren, auch wenn ihr einen anderen Ort habt. Und in dem Sinne, haut rein und viel Spaß mit den anderen Aufgaben noch.